Es ist die zentrale Person der Faszienforschung, Thomas Myers, der von den engen Beziehungen zwischen den Systemen der anatomischen Zuglinien und der traditionellen asiatischen Medizin schreibt. Die seien unübersehbar, die engen Beziehungen. Insbesondere angesichts neuerer wissenschaftlicher Befunde zu den Effekten der Akupunktur auf und durch die von den Bindegewebezellen gebildeten extrazellulären Matrix. Die besonders bewegliche Schicht in den Faszien. Setzen wir uns hier auf die Fährte dieser neuer wissenschaftlichen Befunde. Auf das andere kommen wir dann später zurück. Wir kommen hier leider auf eine eben zweifelhafte Autorin, eine, ja, Forscherin, nicht anerkannte Forscherin, die Helene Langewin. Und Thomas Myers schreibt hier 2015, dass bei einer Maus, wenn man mit der Nadel in eine Maus hineinsticht, dass sich dann eben dieses Gewebe, diese hochbewegliche Schicht in den Faszien, dass sich diese um die Nadel herum wickelt. Bis 4 cm konnte man es bisher nachweisen und eben auch erst bei einer Maus. Also, und ob dann dieser Effekt wirklich auch eine funktionale Wirkung hat und nicht nur eine rein visuelle, mechanische, davon weiß man auch überhaupt noch nichts. Aber behauptet werden formale und funktionelle Zusammenhänge. Hier das Bild von 2015, zumindest bei einer Maus. Thomas Myers schreibt, dass aktuell Versuche unternommen werden, ich nehme an, Bezug nehmend eben auf diese Helene Langewin, Versuche, um zu klären, ob die Effekte über eine noch größere Distanz nachweisbar sind. Und ich hoffe doch sehr auch, um zu klären, ob das dann auch beim Menschen so wäre. Ich habe extra die aktuellste 4. Ausgabe auf Englisch schon bestellt und ich muss Ihnen leider berichten im gleichen Kapitel, hier Sie können vielleicht Englisch, ich habe es übersetzt mit dem DeepL Translator, es steht genau das gleiche noch drin, hier das Bild auch auf Englisch, es steht genau das gleiche, nach 5 Jahren immer noch ist man nicht weitergekommen. Und es handelt sich bei dieser 4. englischen Ausgabe um eine überarbeitete, mit erweitertem Inhalt auf dem neuesten Stand der Forschung und der neuesten Erkenntnisse über die wissenschaftliche Grundlage gemeinsamer klinischer Befunde. Man hat da nicht einfach das Gleiche wieder genommen und nochmal weitergedruckt. Und mit den gemeinsamen klinischen Befunden wird auch suggeriert, dass dies von der Gemeinschaft der Wissenschaftler akzeptiert sei. Man ist offensichtlich nicht in der Lage, über neue Resultate dieser Untersuchungen, die 2015 aktuell im Gang waren, zu berichten, oder die neuen Resultate wären schlechter gewesen als das vorherige, man hätte diese vorherigen stützenden Aussagen wieder abräumen müssen. Es sieht leider so aus für Skeptiker und ich denke, wenn man jetzt ein bisschen die weiteren Zusammenhänge in der amerikanischen Politik dann auch betrachtet, wie wir es anschließend dann machen, muss man eben sagen, da gibt es einfach enorme Interessen an so Hausmittelchen und an einer, ja, irgendwo phlegmatischen Überzeugung, dass man eben doch mit so Mittelchen, wo man einfach mal etwas macht und daran fest glaubt, dass man dann etwas erreichen könnte. Also das ist ja schlimm, also
wirklich, hier sehen Sie eben nur in der Maus funktioniert das nach wie vor. Hat man da so Zweckplacebos aufgebaut, weil in Amerika die Spitäler so weit weg sind, weil auch die Polizeistationen so weit weg sind, dass die Leute auch mit Gewehren herumlaufen, um sich zu schützen. Und wir kommen damit eben zu der Urheberin dieser Untersuchung dort. Das ist die Helene Langewin. Ich spreche es jetzt absichtlich nicht amerikanisch aus, würde mir wahrscheinlich nicht gelingen. Da wird in Wikipedia gewarnt vor dieser Autorin, das sei eine Urheberin von Fringe Theories, und zwar ganz allgemein, oder? Das ist die Autorin, die in diesem Schatten eben steht, und Fringe Theories, das sind eben Randtheorien, die von der Wissenschaft kaum beachtet werden, sicher nicht unterstützt werden. Und eine solche Autorin sollte man in einem ernsthaften Buch nicht einfach so reinnehmen, ohne dann auch darauf aufmerksam zu machen, dass man da sehr aufpassen müsste und da wirklich auch schauen, dass man eine gewisse Qualitätskontrolle selber eben auch hat. Also bitte, seit September 2018 steht das jetzt drin. Und das ist diese Frau Helene Langewin. Sie ist Director des National Center for Complementary and Integrative Health, also des Nationalen Centers für Komplementär- und Integrative Gesundheit. Das ist eine staatliche Institution, also da ist der Staat schon auch interessiert daran, eben zu wissen, ob es Hausmittelchen gibt, die funktionieren. Oder das sehe ich schon ein, dass man dort auch dann Geld reinbuttert. Aber die Resultate, das werden Sie da noch sehen, die sind erbärmlich. 2006 hat eine der renommiertesten Wissenschaftszeitschriften, die Science, dieses Center, kritisiert, dass dieses Center Vorschläge von zweifelhaftem Wert finanziert. Seine Forschungsagenda ist mehr von der Politik als von der Wissenschaft geprägt und es ist durch seine Charta in einer Weise strukturiert, die eine unabhängige Überprüfung seiner Leistungen ausschließt. Also das ist einfach keine seriöse Sache. Und hier, was diese Organisation gemacht hat, da gab es für 110 Millionen Dollar Untersuchungen über Diabetes. Die Resultate dieses enormen Aufwandes wurden nicht publiziert. Dann 22 Millionen Dollar können Gebete Krankheiten behandeln, keine rapportierten Resultate. 823.000, ob man mit Gebeten eine der schwersten Formen von Krebs, dieses Glioblastoma, heilen könnte. Resultate nicht rapportiert. Es hat offenbar da 52 klinische Studien über CAM, das sind eben die komplementär- und alternativmedizinischen Verfahren gegeben, über HIV und Krebs und nur bei 8 wurde etwas davon berichtet. Im 2012 hat die Journal of the American Medical Association, das ist also die Zeitschrift der amerikanischen Ärzte, die American Medical Association ist die größte Standesvertretung der Ärzte und Medizinstudenten in den Vereinigten Staaten. Die haben da gesagt, fail to prove that complementary and alternative therapies ist darin gescheitert, dass die komplementär- und alternativen Therapien are anything more than placebos. Die sind darin gescheitert, zu beweisen, dass diese alternativen Therapien mehr als nur Placebo sind. Also das sind halt schon vernichtende Urteile über eine Behörde, wo Helene Langewin da Vorsitz genommen hat. Also sucht man als seriöse Person einen solchen Job, oder? Sind genau diese Unart, die auch hier im Raum steht, bei dieser Mäuse-Akupunktur. Die positiven Nachrichten werden vermeldet und die negativen unter den Tisch gewischt.
So hat man immer noch ein Placebo. Aber hier geht es eben um Wissenschaft und nicht um die volksmedizinische Beeinflussung von Menschen.